Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knolte. Ja, heute wieder ein ganz tollen Tag, ganz tollen Tag. Die Ereignisse, die überschlagen sich. Sowas von. Ein Hammer nach dem anderen. Zwei super geile Nachrichten heute mal. Also, du neugierig bist wie immer. Dranbleiben. Intro. Was gibt es denn schon wieder, dass du dich so freust? Es ist doch immer der nur der gleiche Scheiß. Morgens aufstehen, mal loben, schlechte Nachrichten hören, abends aus, eine genervte Alte doch. Also ich weiß nicht, wie man sich so freuen kann. Hey, doch, du solltest mal wieder ARD und ZDF doof gucken. Oder auch die Schwubbler auf YouTube, die sind auch ganz tolle. Weil da erfährst du mehr wie bei den anderen. Also fangen wir mal an, ne? Dieses Heizungsgesetz, flipp, ist nicht, haben sie gecancelt, die vom Bundesverfassungsgericht, weißt du? Da ging denen alle was zu schnell. Nicht mal eben, hier ist der Antrag nach 5 Tagen abstimmen, noch vor der Sommerpause. Die haben gesagt, ist nicht, Habeckchen. Das ist doch total geil, ne? Total geil. Jetzt können wir mal noch einen ganzen Sommer durchheizen, wie wir wollen. Herrlich. Ja, und der zweite Dolle? Wie zweite Dolle, das reicht doch. Einmal freuen am Tag, reicht. Wir wollen die Deutschen doch gar nicht. Nur einmal freuen. Und am besten freuen sie sich morgens auf die erste Tasse Kaffee. Dann ist er mit der Freude vorbei. Nee, 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 nee. Jetzt kommt nämlich noch ein Hammer. Der April muss gehen. Wer? Wer soll gehen? Der April? Ja, Jung, guck mal im Kalender, der April ist schon lange rum. Nee, nee, der April muss gehen. Nee, nee. War ja gar nicht der. März heißt er. März, Junge. Du, ich um meinen Namen. Nee, nee, also der März muss gehen, ja. Der hat ja immer gesagt, hat er ja, mit der AfD geht es nicht. Gar nichts. Nicht keine Zusammenarbeit, keine gemeinsame Abstimmung. Sowas gibt es mit ihm nicht. Solange er Chef bei der CDU-Dings da ist. CDU, ja. Ja, hat er gesagt. Und nun, ja. Auf jeden Fall, so ein CDU-Mann hat ja das eingebracht, dass das Heizungsgesetz so scheiße und so schnell geht, ne? Ja, und dann haben sie ja abstimmen müssen, ob man damit vor Verfassungsgericht ziehen kann oder nicht. Und siehe da, mit ganz, ganz vielen AfD-Stimmen. Kann man sich gar nicht vorstellen, mit AfD-Stimmen. Also arbeiten jetzt ja indirekt CDU und AfD schon mal ein bisschen zusammen, ne? Ja, ja. Die Mauer ist gefallen, Herr Merz. Auf Wiedersehen. Verpiss dich. Steh mal zu deinem Wort. Du hast gesagt, das geht nicht. Oder klebst du auch so an deinem Hocker wie die anderen auch, die da was zu sagen haben? Na, Merz hat ja nichts zu sagen. Opposition ist er doch. Tut sich immer wichtig. Aufbleiben wie ein Blasebalg. Aber bis jetzt, ich habe noch nicht gesehen, dass die CDU großartig was gegen die Ampel gemacht hat. Immer nur geknatscht und ja, ja, macht mal. Ist eigentlich jetzt das erste Mal, dass da einer von der CDU vorprescht und die Ampel ein bisschen ausbremst. Hut ab, Hut ab, mein Herr. Tolle Leistung. Ja, Eier musst du haben, ne? Eier musst du haben. Ja, ich hoffe, der Herr Merz hat jetzt auch Eier und steht zu seinem Wort und macht Platz für einen vernünftigen Politiker. Moment mal. Geht ja nicht. In der CDU gibt es ja gar keine vernünftigen. Ich kenne zumindest keinen. Ne? Also, wenn du einen kennst, schnell in die Kommentare schreiben. Würde mich total riesig freuen, auch mal einen kennenzulernen. Einen vernünftigen von der CDU. Oder vielleicht können sie ja die Wagenknecht abwerben. Mit den Linken kann sie ja nicht mehr. Dann sollte sie in die CDU gehen. Dann hätten sie wenigstens was Vernünftiges. Oder die stellt sich zu Alice an der Seite und sagt, komm, liebe Alice, wir machen meine eigene Partei. Aber bitte nicht mehr vor den nächsten Bundestagswahlen, ne? Nee, nee, die Alice wird noch bei der AfD gebraucht. Hundertprozentig. Das wird die neue Kanzlerin. Also, in diesem Sinne, sauber bleiben.